Hey Leute und herzlich willkommen hier wieder zu einem weiteren Teil GTA 5 Online. Ja, und eigentlich sollte dieses Video hier viel, viel, viel früher kommen. Nur ich hatte technische Probleme, da ich meinen kompletten PC neu aufsetzen musste, leider. Und ich dann halt noch GTA 5 runterladen musste, die 60 GB. Und alles erstmal richtig wieder einstellen musste. Und ja, jetzt kommt das Video irgendwann mitten in der Nacht. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Aber heute ist ein mega Update rausgekommen für GTA 5 Online und auch Singleplayer. Ich fange mal an, euch das zu zeigen. Ich möchte euch nämlich in diesem Video das gesamte Update zeigen. Zwar jetzt nicht alle Fahrzeuge und so, aber die, die am coolsten sind, sage ich einfach mal so. Und ihr seht es vielleicht schon, irgendwie ist hier alles viel, viel schärfer und viel, viel mehr mit Farbe. Man kann das mal hier an dem orangenen Sessel vergleichen. Ich habe nämlich eine Grafikmod reingehauen. Ich drücke jetzt mal die Taste Rollen auf der Tastatur. Dann seht ihr schon, jetzt ist der Mod aus und jetzt an. Ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme überhaupt so gut. Ja. Und da draußen fliegt gerade einfach so ein Heli und da hinten auch. Aber naja, kommen wir jetzt mal zum Update. Für gehen wir mal ins Internet, Reisen und Transport und gehen erstmal auf elitastravel.com und man sieht schon, die ganzen Webseiten wurden überarbeitet. Man sieht jetzt hier oben, wie viele Leute damit fliegen können, hier unten den Preis und ich finde, das ist einfach viel übersichtlicher und ja, das Update nennt sich Ill-Gotten Gains. Teil 1. Ja, dann sehen wir hier schon mal die erste Sache. Diese Preise sind so übertrieben. Aber naja. Hier 10 Millionen für einen Luxor Deluxe. Da hat man aber auch volle Innenausstattung. Der ist von außen mit purem Gold. Und ich finde, der sieht geil aus. Aber das ist ein, zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, ich habe ja den normalen Luxor. Da kaufe ich mir den nicht, weil der einfach viel zu teuer ist. Und ich zeige euch den auf den Fotos. Ja, dann hätten wir noch einmal den Swift Deluxe. Bei dem ist das gleiche, der ist viel zu teuer. Ich habe zwar 17 Millionen da oben. Aber ich finde einfach, dass das nicht nötig ist. Ist auch mit einem kleinen Fernseher hier drinne. Auf jeden Fall sehr schön. Ja, das war's auch schon von den Flugzeugen. Kommen wir mal zu den Fahrzeugen. Und da sehen wir schon hier eine eigene Palette oder so, sage ich einfach mal. Exklusive Ware. Und da sehen wir schon überall Teil des Ill-Gotten Gains Updates. Ja. Und hier ist einmal der Osiris, der kostet fast, Leute, 2 Millionen. Aber das ist ein Wagen mit Flügeltüren. Der soll auch noch schnell sein. 750 PS. Könnte, glaube ich, locker mit dem Centorno mithalten. Den bestelle ich mir jetzt mal in Tinsel Tower. Damit wir den heute auch noch fahren können. Genauso wie den Benefactor Stealing GT. Auch, weil es einfach ein Klassiker. Und das war früher, glaube ich, so ein älterer Mercedes, sollte das, glaube ich, gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht den Namen von dem Mercedes, aber das soll er auf jeden Fall sein. Und deswegen hole ich den auch. Und den Virgo brauchen wir wahrscheinlich nicht. Das ist ein ganz normaler Muscle Car.
Dann noch Enos Windsor. Gibt's hier mit ganz vielen Schriftzügen, nee, Muster. So. Und hier gibt's einmal Ninja. Aber ich bin wirklich unentschlossen, welchen ich nehmen soll, Leute. Ich glaube, ich bevorzuge den hier im Moment, weil der sieht einfach edel aus. Bestellen wir den auch mal. Ja, und das war's von den Fahrzeugen. Ja, ich verlasse mal das Apartment, solange bis die Autos geliefert werden, denn es gibt natürlich auch neue Kleidungsstücke, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Was willst du? So, der hat eh Passivmodus. Ja, okay. Immer wenn man ein Auto braucht, findet man keins, aber sind doch schon direkt welche. So. Osiris ist geliefert worden, der Wagen. Okay. Oder dann mache ich eine ganz, ganz kleine Planänderung. Holen wir den kurz hier ab. Und fahren dann in den nächsten Klamottenladen, Leute. Hallo, dürfte ich rein, bitte? Hallo? Hallo? Okay. Anscheinend klappt das nicht. Vielleicht kommt man hier vorne rein. Ja, hier vorne kommt mal rein. Okay, ich weiß jetzt nicht, was mit der Garage los ist, aber naja. Und ich finde, Leute, das sieht mit der Grafikmod einfach so. Okay, Garage betreten. So. Ich finde, das sieht mit der Grafikmod auch geil aus. Ich hoffe, man sieht das auch überhaupt. Weil im Bo Open Broadcaster sehe ich jetzt keine Veränderung, wenn ich die Taste drücke. Aber naja, und hier haben wir schon einmal den Benefactor. Sieht sehr, sehr edel aus, auch mit dem Holz da drinne. Dazu kommen wir später noch, aber ich würde erstmal den neuen Supersportwagen holen mit den Flügeltüren, so geil. Und würde damit ganz gerne in den nächsten Klamottenladen, wie gesagt, fahren. Und weiß jetzt nicht, ob das zu laut ist. Oh! Alter, ist der uns gerade in unserem Wagen gefahren? Anzeige ist raus hier. Und hier auch diese Ups Vans hier von Weasel News haben eine neue Textur. Das finde ich auch ganz cool. Und der Wagen fährt sich wie eine Eins, Leute. Ich parke mir direkt hier im roten Halteverbot. Aber ihr wisst ja, ne? Ihr juckt uns nicht. Die Tür einfach offen lassen. Okay. Wir können ja mal die Dings durchgucken. Outfits Designer. Boah. What the, Leute, guckt mal das T-Shirt da an, ey. Boah, Macklemore, ey. Richtig nice, ey. Die gefallen mir. Ich glaube, ich würde erstmal den nehmen, denn ihr wisst ja, der Boss trägt Mantel. Das sieht, Leute,
aus wie so ein Zuhälter, ey, wirklich jetzt mit dem Mantel. Oder wir können ja auch hier noch mal gucken. Alter, aber erstmal reicht das ja so von Testzwecken. Aber es gibt auch neue Ketten. Ist das geil? Ohrringe sind auch komplett neu. Ne, dann nehme ich erstmal die. Wenn schon, denn schon, ne? Nee. So natürlich, Leute. Leute, das sieht so geil aus, einfach, ey. Irgendwie mag ich das Update jetzt schon, obwohl die Preise so extrem teuer sind. Aber das merkt man ja selber. Nee, Ammunition. Zack. Denn es soll auch neue Waffen geben, Leute. Ich hoffe, die gibt's auch im Multiplayer, also im GTA. Oh, online, what the? Ich kann heute echt gut fahren. Und auch hat manche in den letzten Folgen interessiert, wie die Grafikeinstellungen von mir sind. Kann ich ja auch mal ganz schnell zeigen. Hier. Alles auf Hoch, Ultra. Erweiterte Grafik auch alles. Das läuft zum Glück dank dem Nvidia GeForce Experience. Zack. Okay, gucken wir mal, was es da gibt. Hello, my friend. Okay. Einsatz PDV. Größeres Magazin. Die müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren, dann, Leute. Orangener Farbton ist ganz cool. Sonst gibt es hier, glaube ich, keine neue. Oder? Nee. Gefechtspistole, ich dachte immer, die hätten wir. Luxury Yusuf Arm hier. Alter. Das sieht ganz geil aus eigentlich. Alter, Leute, das ist wirklich geil. Kann ja mal testen, wie das aussieht, weil das ist echt eine Menge Kohle. Wir haben zwar noch viel, aber über welche hatten wir das? Nee. Nee. Alter, Leute. Das sieht vor allen Dingen so edel aus, wisst ihr? Ich mag das Update jetzt schon, obwohl es damit am Anfang so mega viele Probleme gegeben hat. Aber das habe ich ja schon erzählt. Oh! Sogar die Waffen gibt es damit. Ja, vor allen Dingen die Schrotflinte sieht damit so gut aus, ey. Ups. So, die Folge kann natürlich heute auch etwas länger gehen. Ich habe so ein Update-Video noch nie gemacht, Leute. Oh ne, das gefällt mir in der Sniper nicht so gut.
Ja, aber ich finde das bisher nur auf den beiden Waffen ganz gut, muss ich ehrlich jetzt sagen. Aber naja. Man gewöhnt sich vielleicht nach der Zeit auch noch dran. Können die ja jetzt mal so durchgucken. Normale Pistole, nix. Gefechtspistole, nix. Ja. Geil, einfach nur, ey. Boah. Und ich würde jetzt gerne mal das Auto hier mit euch auf Tune fahren. Natürlich halte ich euch ja jetzt auch immer auf dem Laufenden, was Updates angeht. Achso, okay, er fährt auch nochmal rein. Ich fahr auch rein, wir haben den gleichen Wagen, weil wir sind beide Styler, Meiler, Dialer, what? So, Fahrzeug reparieren. Erstmal angucken, wie es vom Äußeren dann aussehen würde. Ich glaube, die sieht ganz gut aus von allen. Ja. Stoßstange. Natürlich die. Motor, erstmal gucken, wie es so aussieht. Chromauspuff. Mhm. Ja, nehme ich auf jeden Fall den Chrom. Kotflügel. Nee, das gefällt mir an dem nicht so. Scheinwerfer. Xenion. Dann. Lol, ich habe mein Nummernschild von der PS3 wieder hier drauf. Lol. Lackierung. Q. Oh. Bin ja in der LP mit Kev Q. Aber das gefällt mir jetzt nicht so an dem Wagen. Dann nehme ich matt schwarz einmal. Oder und einmal cool. Nein. Einmal matt. Orange sieht an dem extrem geil aus, Leute. Q-Emblem. Ja, komm. Knallen wir das auch noch drauf. Ich bin ja stolzer Q-Dings. Stolzes Q-Mitglied, sagen wir es so. Upp. Ja, da würde ich lieber das Schwarze nehmen, anstatt das Orangene oder das Carbone. Ja. Spoiler. Jetzt müssen wir mal die Höhe gucken. Ich mag jetzt nämlich nicht so hohe Spoiler. Ne, der ist zu hoch. Da würde ich lieber den nehmen. Reifentyp. Natürlich Sport. Gucken wir mal alle durch. Nee, nee. Ich fand die GT1 eben ganz gut, Leute. Ja, ich glaube, ich nehme die GT1 hier. Dann kann man die ja, ups, färben in schwarz. Ja. Zubehör, Tuning-Reifen. Schusssicher natürlich. Wangener-Reifen, Qualm. Fenster, natürlich Limousine hier. Und da haben wir den Wagen. Alter. Leute, und dieses Fahrgefühl von dem Wagen ist so geil, ne? Ich glaube, wenn ihr das selber fahren würdet, Alter. Das will niemand mehr loslassen, Alter. Das sieht so geil oder fährt sich so geil einfach nur, ey. Das ist auch gar nicht mal so langsam, finde ich. Ich denke, das könnte locker mit dem Edda gleich sein. Also, das finde ich jetzt, ne? Oh, protzen wir mal bei den Typen da ganz oben. Ja, wenn wir so lang fahren, so.
da haben die die gleiche Kara. Weil guckt mal, wie die aussieht, Leute. Und die hört sich so geil an. Wenn das Feuer aus dem Auspuff da rauskommt. Ist mega geil. Aber jetzt fahre ich mal in die Garage, weil wir haben ja... ja, nicht in die Garage, sondern... Ne, nicht gegen die Garage, sondern in die Garage. Sorry, Leute, ich bin heute voll verplant. Aber ich will euch natürlich das Video hier bringen. Alter, hier hat auch Flügeltüren. Becken Effectus Ceiling GT. Alter. Alter, Leute. Hört ihr das? Alter, hört es sich geil an. Alter, hört euch das an. Ist der geil? Jo, wahrscheinlich ist der geil. Mega mäßig, Alter. Stoßstangen. Eckstoßstange entfernen. Nee. Nee, da würde ich über den Titan-Auspuff. Kühlergrill. Die natürlich. Immer doch. Nee, Carbon nicht. So, hier können wir einmal Lackierung. Ich bin ja eher so der Matte, wisst ihr? Der Matte, ja. ja, weil ich finde die Farbe matt sieht immer total cool aus. Ups, und das war gerade mein Handy, Leute. Tut mir leid auf jeden Fall. Muss ich für das nächste Mal auf lautlos stellen. Oder machen wir das mal eine ganz andere Farbe. Bei dem ist das jetzt schwieriger schon als bei dem anderen. Aber ich glaube, ich würde auch wieder orange nehmen, weil ich mag eben schwarz-orange immer mehr. Ich weiß, vielleicht mögen manche diesen Stil nicht, aber ich meine, es sind ja, oder es ist ja mein Wagen. So, ja, da lasse ich das normal. Spoiler-Reserverad. Nee, das passt, finde ich, gar nicht zu dem. Federung. Wettkampf. Locker. Reifen. Puh. Ich finde, da passen die hier ganz gut ran. Dann in Schwarz. Leute. Dat diesen Wagen. Der ist geil. Jetzt müssen wir den nur noch hier so. Von der Leistung her komplett auf Tune. Aber Leute, dat diesen Wagen. Alter, ist der geil. Jetzt hört euch den an. Ich fahre hiermit auch noch ein bisschen rum. Alter. Wer diesen Wagen besitzen darf, kann so glücklich sein. Also ich bin gerade mega happy, Alter. Und der unter dem, unter seiner Haube steckt auch. Alter, hat. Oh, ich bin dem gerade voll reingerast. Egal.
Unter der Haube von diesem Wagen steckt auch so viel, Alter. Oh ja. Und er fährt mir einfach nochmal rein. Und jetzt macht er Fahrerflucht. Also, ihr wisst, oder ihr seht, ich kann heute mega, mega, mega mäßig gut fahren. Nicht. Wenn ich dem jetzt einfach stirbt, ja. Der lebt einfach noch. Wenn ich sage, der stirbt, dann stirbt er, okay? Nee, auf jeden Fall, Leute, dieses Update ist so geil. Und dank dem Update habe ich jetzt auch gleich kein Geld mehr, Alter. Nur noch 10 Millionen. Ich weiß, das ist eigentlich voll viel, ja, aber irgendwie auch wenig. Aber irgendwie auch viel. Was? So, und jetzt haben wir den Enos Windsor. Der sieht auch auf jeden Fall mega edel aus mit dem Holzarmaturen und alles. Ich finde, der sieht... Oh, kurzer Lag. Der sieht, finde ich, im Generellen sieht der saugeil aus. So edel auch. Durch diese Aufschrift und so. Mal gucken, was sich an dem so machen lässt alles. Erstmal reparieren. Scheinwerfer. Lackierung. Ach, die kann man jetzt... Das sieht ja aus im Weiß, ey. Auch noch ändern. Ja, sicherlich. Wer macht das denn so? Naja, das geht eigentlich. Achso, hier kann man auch noch die Beschriftung auch noch ändern. Aber ich finde, das sieht so von der Farbe ganz gut aus eigentlich. So. Reifen. Das sind diese GT1, die da gerade drauf sind. Aber ich mach die nochmal drauf, damit man die umfärben kann. Vielleicht kommt da ja irgendwie so strohbraun. Aber das ist eher die Farbe. Die, ja. Oder das kann man doch hier... Ne, Sattelbraun. Reifenfarbe. Gibt's hier auch Sattelbraun? Babyblau. Bleh. Nee, ich denke nicht. Aber so ist es schon. Nee, so. Dunkle Erde. So, endlich entschieden. Dann natürlich so. Fenster auch. Zack. Dann können wir noch Panzerung raufhauen. Bessere Bremsen. Motor. Federung haben wir schon. Okay. Getriebe hatten wir noch nicht. Und Turbo. Und dann haben wir den jetzt auch fertig, Leute. Alter. Wir sind ja schnell heute. Alter. Killer-Auto, Alter. Mit dem fahren wir natürlich auch nochmal ein Ründchen. Hier wieder. Und der lenkt sich auch so gut, Leute. Also da lohnen sich die überteuerten Preise ja mega gut.
Obwohl die wirklich ein bisschen teuer sind, aber... Naja, wenn ich irgendwann wieder mehr Geld habe als diese 12 Millionen, die ich jetzt noch habe. Weil bedenkt man, wir hatten vorher 17 Millionen. Und jetzt einfach nur noch 12 Millionen. Und würde ich mir dann noch diesen Heli kaufen oder so? Oder, sag mal hier, den Luxor. Dann hätten wir gar kein Geld mehr. Oder noch zu wenig Geld. Aber, ja. Ich fahre jetzt noch ganz schnell in die Garage rein. Jetzt aber ohne dagegen zu fahren. Ja, das haben wir geschafft. So. Und ja, hier sehen wir, hier ist auch ein Leichenwagen, den man eigentlich online nicht bekommen kann. Aber den habe ich mal in den Online reingeglitscht, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Es ging ja um das Update. Ja, Leute, und auf dem Hals steht natürlich Cash is King. In Los Santos natürlich immer. Ja, und ich würde sagen einfach, dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ja, jetzt kommen immer Update-News, wenn GTA Online-Updates kommt, die sind ja auch nicht so oft immer, aber ich hoffe, euch hat es gefallen, ein bisschen verplant natürlich, ja, aber so kennt man mich ja mittlerweile schon und ich würde einfach sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, bis zum nächsten Mal, bleibt so wie ihr seid und ciao, ciao! C'est l'atterrissage.